Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge mit mir, Andi von Gamodrome, zu Broken Lines. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Ja, das Spiel, denke ich mal, trifft ja auf Wohlwollen, habe ich so mitbekommen, ne? Ist wirklich ein schönes neues Taktik-Shooter-Game. Kann ich von meiner Seite nur aus empfehlen. Wir machen weiter. Prolog-Tag Nummer 3 sind wir. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet in den nächsten Missionen. Ich glaube, wir sind jetzt noch in der Missionsvorbesprechung. Da schaue ich mal gleich, ob wir ein bisschen unser Squad ausrüsten können. Ansonsten war ja die erste Folge wirklich recht cool. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Old Shorehand für seine ausführlichen Kommentare zum Teil 1. Vielen, vielen Dank dazu. Ja, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, okay, weiter. Das war quasi jetzt Abschluss der letzten Mission. Jetzt schauen wir erstmal noch, ob wir ein bisschen was ausrüsten können. Fähigkeiten müssten wir definitiv schon haben. Okay, dann werden wir sie hier mit dem Adlerauge. Das kennen wir ja noch alles aus dem Preview, ne? Werden wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Unseren Nahkämpfer, dem werden wir den Blutrausch geben. Ja, gucken wir mal, was die anderen noch haben. Feuerrate in der Gruppe von Gegnern Bewegungstempo um 50% erhöht und Feuerrate um 50% erhöht. Gut, machen wir, geben wir ihm das Angriffstraining. Finde ich gar nicht verkehrt. Morgen bekommt von mir dann den Blutrausch zugewiesen. So, dann haben wir die drei schon mal mit Fähigkeiten versorgt. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Feuerrate um 50% gesenkt. Betrunken, vorsichtig. Feuerrate um 50% gesenkt. Nö, die lasse ich einfach. Ich bin einfach kein Freund davon, wenn ich irgendwelche Attribute aufschalte und dadurch Buffs kassiere. Also quasi Fähigkeiten, die dann irgendwelche Stats zurücksetzen oder beziehungsweise einschränken. Hier zum Beispiel die Feuerrate um 50% gesenkt, ist mir einfach zu fett, nehme ich nicht. Ne? So. Schnellreparatur sind das hier. Erste Hilfe im Soldaten. Das nennt sich Schnellreparatur. Aha, okay. Ich glaube, da hat jemand ein bisschen was verrissen. Was haben wir denn noch an? Okay, die sind eigentlich alle schon aufgeteilt. Warte mal, das. Er kann aber die Sprenggranate bekommen. Ah. This feels good. So. Sie bekommt von mir den Verbandskasten. Und dann sind wir erstmal ausgerüstet. Mehr haben wir einfach nicht dabei aktuell. Also schalten wir jetzt unsere Charakter dazu. How can I help? So. Okay, hier hätten wir jetzt auch den Verbandskasten lassen können. Aber ich bin am Überlegen, ob ich nicht zwei Maschinenpistolenschützen mitnehme. Aber ich denke mal, ich fahre immer ganz gut mit den beiden Gewehrschützen. Also nehmen wir die einfach, ne? Erlösung. Die Soldaten nehmen Kurs auf das feindliche Lager, das sie zuvor gesehen haben. Na, dann schauen wir uns das mal an. Ich bin gespannt, ob wir auch auf die Mission treffen, die wir schon im Preview-Bild gespielt haben, weil die kennen wir ja eigentlich. Und würde mich mal interessieren, ob das wirklich nur eine reine Preview-Bild war mit zwei separaten Missionen. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ja, dann würden sich ja die Entwickler wirklich enorm viel Arbeit gemacht haben. Also tippe ich mal, dass wir wahrscheinlich auch irgendwann im Spielverlauf auf diese beiden Missionen noch treffen werden. So. Mal einen Schluck Saft. The soldiers dash into the arms of the enemy with the hope of seeing their companion alive if they fight hard enough. Okay, da sehe ich schon ein paar Nebelbänke, in denen man sich verstecken kann, ein paar Felder, durch die wir schleichen können. Ja, mit ein bisschen Übung kapiert man das Spiel halt auch ganz gut, ne? Und die taktischen Situationen kann man dann mit der Zeit auch immer besser ausnutzen. Das feindliche Lager gibt seine wahre Gestalt preis, als der Trupp einen besseren Blick darauf bekommt. Hm. Ingenieurslager. Ach, Intinierungslager. Ja, wenn man bloß einfach die Texte überfliegt, Internierungslager. Ja, klar. Na toll, wir schlendern hier nicht nur einfach durch ein feindliches Lager, sondern auch noch in ein schwer bewachtes. Okay, da werden wir jetzt wahrscheinlich ordentlich zu tun bekommen. Hinter dem Zaun sind Gefangene. Mann, das ist Fry. Ja, diese dämliche Brille ist nicht zu übersehen. Ey, nichts gegen Brillenträger, ja, hallo? Leute, Zeit für einen Gefängnisausbruch. Gut. Achso, ich wollte mal ganz kurz, das habe ich nämlich Tatsache noch nicht gemacht. Ich wollte mal schnell in die Einstellung reinschauen, ob wir da nicht noch ein bisschen was hochziehen können. Gibt es hier vielleicht episch? Nö, gibt's nicht. Blumen deaktivieren, nö, lassen wir. Kriegsnebel anzeigen, lassen wir auch. Terrainqualität. Können wir noch ein bisschen
hochschieben. Die Teildichte können wir noch einen Ticken hochschieben. Der Teil der Distanz können wir noch einen Ticken hochschieben. Und anwenden. So, zurück. Zurück zum Menü. Ja, minimal detaillierter sieht's aus. Minimal detaillierter. Ne, also. So, der Gute hat gesagt, der Old Shorehand, ich soll doch einfach mal die linke Maustaste gedrückt halten. Ach, und hier haben wir es auch, was er gemeint hat. Ist natürlich eine deutliche Verbesserung. Vielen Dank nochmal hier für den Tipp, ja. Gar nicht so verkehrt, mein Freund. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde mal annehmen, da oben sind definitiv Soldaten. Also denke ich mal, werde ich mich erstmal hier an das Gebäude oder hinter dem Gebäude lang kämpfen, hier weiter durch, hier räumen und dann von da aus hochgehen. Hier wird es wahrscheinlich oben auch schwer bewacht sein. Da müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie von hinten rankommen. Aber ich glaube nicht. Ne, sieht mir nicht so aus. Also werden wir die, doch hier können wir flankieren. Auch schon mal gut zu wissen. Müssen, na, geht gar nicht, weil da müssen wir trotzdem daran vorbei. Also von daher, hier können sie sicherlich nicht hochklettern. Und hier gibt es auch keinen Weg mehr an der Seite entlang. Guti, guti. So, dann werden wir erstmal langsam vorrücken, würde ich sagen, ne? Sie kann mal ihre Adleraugenfähigkeit einsetzen. Ne, eigentlich, wenn sie hier vorne ist, bitte. So, okay. Mit Tab wähle ich die nächsten Soldaten aus. Aber ich muss mir jetzt mal angewöhnen, gedrückt zu halten. Weil das wirklich deutlich besser ist. Okay. Hier haben wir wieder unseren Nahkampfschützen, den können wir noch ein bisschen im Hintergrund halten. Yes. Und sie geht hier bitte auch mal in einer gedeckten Position. Und schauen wir mal, was uns erwartet. Okay, erstmal noch keine weiteren Gegner gefunden, sehr gut. Dann lassen wir sie hier vorne noch ein Stückchen vorrücken. Hi. Warte mal kurz. Yes. Also. In gedeckter Position, also hier einfach die linke Maustaste gedrückt halten. Dann hat man das quasi alles in einem Zug, ne, und muss dem am Ende, wenn er hier angekommen ist, nicht nochmal extra sagen, hey, duck dich jetzt. Sondern dann macht er das quasi in einem Rutsch. Das ist eine deutliche Verbesserung zum Part davor vom Gameplay her, ne? Sollte man dann auch so umsetzen, finde ich persönlich. Jetzt mache ich das schon wieder. Yes. Ja, alte Gewohnheiten sind nicht leicht abzulegen. Okay. Du rennst einfach mal. Sich einfach alle hier erstmal in der Ecke sammeln. Diese Kiste sieht aus, als könnte was Brauchbares darin sein. Vielleicht Vorräte oder irgendwelche Beute. Okay. Jetzt geht's los mit dem Loot. Alles klar. Schön. Können wir nämlich ein bisschen was looten. Das habe ich halt in der ersten Mission vermisst, ne? Mal so einen Verbandskasten suchen oder sowas. Watch out! Watch out! First enemy. Den können wir aber kriegen, wenn wir uns hier gleich durch das Feld mogeln. Das werden wir auch machen. Aber vorher nehmen wir natürlich den Loot mit. Yes. Er kann schon mal sich hier im Feld verstecken. Ich hoffe einfach mal, dass sie sich jetzt auch ordnungsgemäß verstecken und nicht schon anfangen zu feuern. So, Move. Er öffnet die Kiste, die anderen drei können vorrücken. So, das denke ich mal ist Beute oder Vorräte. Vorräte brauchen wir halt von jeder Mission, weil die verbrauchen natürlich, unser Squad verbraucht Vorräte, Nahrung, Wasser, hast nicht gesehen. Ne, und da muss man halt auch immer für Nachschub sorgen. So, auch wieder vorrücken. Damit wir alle einfach an einem Fleck haben und dann können wir uns den hier schnappen. Oh, jetzt sind schon zwei Mann. Okay, jetzt haben wir verkackt. Jetzt hat er nämlich schon gefeuert. Entschuldigung, will ja nicht so viel fluchen. So, dann holen wir uns die. Ist blöd, dass er jetzt in Deckung ist. Da hat er natürlich jetzt einen Vorteil. Aber wir werden einfach mal vorrücken. Mit Deckungsfeuer. Ei. So, du wirst ihn begleiten. Und versuchen, kann er von der Entfernung schon den Niederschlag durchführen?
Kanna, okay. I. Sie rückt auch vor. Geduckt. Und ich würde mal fast sagen, feuern. Die Sprenggranate, wie viele habe ich denn bei? Okay. Zwei Stück. Okay, erkennt man an den Strichen hier. Eigentlich würde ich die gerne raussprengen da. Bevor wir hier zu lange uns die Zähne an den ausbeißen, was eventuell passieren könnte, versuche ich es nämlich auf diese Art und Weise erstmal. Schauen wir mal, was passiert. Erfahrung, Erfahrung macht es einfach, ne? Man muss sich ausprobieren, gucken, wie man es schafft. So, okay, die gehen schon mal in Deckung, das ist gar nicht so schlecht. Jetzt kann nämlich der Granat-Typ die Granate schmeißen. Sollte sie eigentlich jetzt. Kommt, Granate, Nate und Treffer. Sehr gut getroffen. Er nochmal Deckungsfeuer bitte. Und du wirst auf Sturm gehen. Du einfach nochmal. Okay, kann sie nicht. Dann einfach ein Stückchen vorrücken. Den kriegen wir jetzt so, da brauchen wir jetzt nicht großartig Angst haben, dass wir hier nochmal viele Hitpoints abgeben müssen. Das, denke ich mal, wird auch so klappen. So, Leertaste gedrückt. Ja, deswegen, wenn man den direkt am Gegner hat, ist das kein Problem. Situation gelöst. Und hier haben wir noch mehr Loot. Oder auch nicht. Hätte ich jetzt fast gedacht, ja. Okay. Ne, die können wir nicht öffnen, sonst würden wir das sehen. Dann wäre da kein Fragezeichen, sondern ein kleines Zahnrädchen. Na. Gut, die haben wir oben aus der Deckung geholt. Das hat uns, das ist uns gut gelungen. Hier werden wir mal weitermachen, weil das ist ja schon eine perfekte Deckung. Das verspricht ja ganz praktisch zu werden. Yes. Yes. So, dann schicken wir alle vor. Warum ist sie so gelb? Ich könnte mir vorstellen, dass sich hier noch jemand im Haus versteckt. Werden wir definitiv durchsuchen. Haben wir noch irgendwo was zum Looten? Nö. Nicht, dass ich hier irgendwo eine Kiste übersehe. Ne, okay. So, denn auch hier vorrücken? Ne, so nicht. Hm. Okay. Hm. Gucken wir mal, ob sich hier noch irgendwas versteckt in der Gegend. Ich tippe mal ganz stark, ja. Ja, sag ich ja. Zwei Gegner. Okay, dann holen wir uns die jetzt von hinten. Yes. Du könntest den ja eigentlich schon mal unter Beschuss nehmen. Yes. Genauso wie du. Und den anderen holen wir uns. Ups. Nee, das war wieder. Ich muss mich umgewöhnen. Weil der Tipp war wirklich gut von deinem YouTube-Zuschauer, Watchorhand. Na, hier einfach die linke Maustaste gedrückt halten, anstatt den immer nochmal extra und separat zu sagen, komm, duck dich mal. Na, genau auf den falschen geschossen. Genau auf den falschen geschossen. Die Gewehrschützen sollen auf den hier das Feuer eröffnen. Ich frage mich gerade, warum er durch die Wand schießen kann. Gut, gehen wir einfach mal davon aus, dass das Fenster digital weiter ist. Herrlich. So, und du durchs Fenster und definitiv unter Druck setzen. Get down. Okay, haben wir auch gepackt. Ja, habe ich ja gesagt, hier oben stehen zwei Wachen. Das war mir fast klar. Hier hinten haben wir auch wieder einen. Also wird sich erstmal wieder Gewehrschützen. Beziehungsweise wir nehmen erstmal unseren Sturmschützen. Da kann ich mal hier hinbewegen. Du bleibst ein bisschen im Hintergrund. Yes. Hi. So, holen wir uns den mal, wa? Hi. So, und hier auch nochmal die Sonderfunktion zielen und schauen wir mal, wie wir hier zur Rande kommen. Oh, gleich zwei. Zwei Maschinengewehrschützen.
Gut, die haben wir festgenagelt. Die ersten Treffer konnten wir erzielen. Sehr gut. Machen wir gleich weiter. Man kann auch mit den Shortcut-Tasten 1, 2, 3 und 4 die Fähigkeiten auslösen. Braucht man nicht immer mit der Maus hin und her springen. Aber alles eine Gewohnheitssache, sag ich mal, ne? Oh, schwer getroffen. Die hat gesessen, die hat gesessen. Kleine Misskröte. Schauen wir mal. Ja, mir geht's auch langsam wieder besser, Leute. So eine Trennung steckt man ja nicht einfach so leicht weg. Aber es geht mittlerweile wieder, ja. Und vielen Dank auch für eure Anteilnahme. Ja, in so manchem Kommentar, das war auch sehr nett, ne? Baut einen natürlich auf und ja, dafür ist doch eine tolle YouTube-Community einfach da, oder? So, heilen wir erstmal. Das wäre mir jetzt zu riskant, wenn es das nächste Mal ausfällt. Wir haben ja auch genug Pflaster dabei für solche kleinen Verletzungen, ne? Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir den kriegen, weil der hat gar nicht so schlechte Stats, was das Feuern angeht, weil der hat getroffen und hat sie direkt mal einfach um über 50% der Health Points abgezogen. Das ist natürlich schon ordentlich gewesen, was er hier gerade gerissen hat. Der scheint doch immer im Vorteil zu sein. 60-45%. Dann werden wir ihn einfach ein bisschen bedrängen, würde ich mal sagen, oder? Du lauf mal hier hin. So. Okay. Yes? Oh, ich freue yes. Du gehst auch mal hier hin. Aber geduckt. I. Könnt ihr den noch treffen? Ja, sieht gut okay. aus. Und du auch noch? Ne, ziehst momentan yes. aus der Reichweite. I. Fine. Yes. Also müssen wir doch noch ein Stückchen vorrücken. Null, 30, 35, 55. Ja, ich schieb sie jetzt ins offene Feld und hoffe einfach, dass wir den vorher überwältigen. Super. Das war doch 1A. Das war 1A. So, du kannst mal den Move abbrechen und ihn direkt mal einen drüber ziehen. Und dann dürfte das hier schon erledigt sein. Ja. Gezielt, geschossen, getroffen. So muss das sein. Aber auch eigentlich ganz nice gemacht, ja. Also, dafür, dass wir jetzt hier nicht gerade unbedingt einen AAA-Titel haben, finde ich die Atmosphäre im Spiel toll. Die Sounds, ne, die Musik, die hört ihr jetzt auch gerade, die ist nicht so aufdringlich. Finde ich, passt auch gut zum Spiel. So, irgendwo vielleicht noch irgendwas zum Looten. Gucken wir mal schnell in die Häuser. Nee, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier haben wir auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Okay, dann können wir theoretisch eigentlich von hier aus gleich weiter. Mal schauen. Bisher war es ja ganz gut. Bisher sind wir sehr, sehr gut klargekommen. Jetzt ist nur die Frage, wie stürmen wir hier? Wir haben hier ein paar Punkte zum Verbarrikadieren. Wir müssen einfach uns mal rantasten. Ich werde mal yes. die Gute mal hier ein bisschen vorholen. Kann ja dann hier geduckt bleiben. Yes. Ich hoffe, dass sie auch yes. was sieht von dem Punkt aus. Und ich jetzt die Adleraugen-Funktion, ja, also diese Sonderfunktion nicht umsonst genutzt habe. Nee, du bist ja schon. Dich möchte ich. I. Yes. Schauen wir mal, ob hier noch irgendwas auftaucht. Die beiden da oben, die wissen wir, die haben wir noch im Gedächtnis. Watch out. Ja, da kommen schon die ersten, okay. Ist aber erstmal nicht so dramatisch. Die dürfte eigentlich jetzt hier nicht unter Feuer geraten. Nee. Dann würde ich mal sagen, greifen wir von hier an, oder? Zweiten Gegner da oben scheinen wir nicht zu haben. Also komm du mal wieder rüber hier. Hm. 0%? Echt? Yes.
Ah, der steht so gut in der Deckung. Hi. Wird schwierig, wird schwierig. Dann schieben wir ihn erstmal rüber hier. Hauptsache, er verteilt Deckungsfeuer. Okay. Werden ihn definitiv dann hier unter Beschuss nehmen. Yes. Würde mich mal interessieren. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ich wollte von der Seite jetzt hier nochmal rum und gucken, ob ich hier noch irgendwas entdecken kann. Nicht, dass ich jetzt, wenn ich hier unten komme, gleich komplett an die Zange genommen wäre. Das wäre taktisch sehr, sehr schlecht. So, auch ihn hier immer die Sonderfunktion so oft nutzen, wie man kann. Na klar. Yes. So, schauen wir mal, ob wir was erreichen. Unten seht ihr immer den Balken ablaufen, so lange dauert ein Zug. Zwei Gegner an einer wirklich blöden Stelle. Als erstes möchte ich auf jeden Fall den Gewehrschützen weghaben. Der kann uns jetzt hier auf der Distanz zu gefährlich werden. Wir könnten theoretisch mal eine Rauchgranate schmeißen und die dann flankieren bzw. auf den Nahkampf gehen. Jetzt haben sie ihre Deckung verlassen. Ah, blöd. Jetzt schmeiße ich die Rauchgranate genau an die falsche Stelle. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber so können wir erstmal den Maschinengewehrschützen erledigen. 0%, ey. Das ist... Der steht aber auch. Warte mal, wir versuchen mal... Ah, yes. Mit ihm hier. Na, da oben wartet gleich der Nächste, ne? Yes? Yes. Der kann echt den treffen? Das gibt's doch nicht. Ich sag euch, ich renne hier gleich lang und renne oben ins Lager rein. Und hol mir die von hinten, ja? Also wirklich. Ich schau mal, ich versuche den mal wegzubekommen und dann versuche ich das Tatsache mal. Weil ich habe jetzt hier eine Rauchgranate, die könnte mich decken. Dann könnte es eigentlich gut nach hinten durchschaffen, dann müssen wir bloß die erledigen. Wenn aber hier oben noch welche stehen, dann ist blöd. Ne? Dann bin ich absolut im taktischen Nachteil und... Ach komm, wir versuchen es. Wir schicken die alle mal okay. Darum. Ich denke mal, das ist der absolut bessere Weg. Yes. Von daher machen wir das jetzt auch einfach mal. Dann holen wir uns nämlich erst die beiden hier. Seid ihr alle relativ auf einem Punkt, dass ihr zeitnah gleich rennen könnt, ja? Okay. Yes. Yes. So, drückt die Daumen, wir werden es sehen. Kann auch eine absolute Fehlentscheidung sein. Get down. Okay, den haben sie aber wenigstens noch nebenbei erwischt. Gut, viele HP mussten wir jetzt nicht einbüßen. Weiter mit dem Zug. Hostiles. So, die machen wir jetzt so platt. So, okay, haben wir geschafft. Jetzt alle mal ein Stückchen zurückziehen. Oh, ich fein. Yes. Enemy sighted. Sehr gut. Verbandskasten werde ich jetzt hier noch nicht anwenden. Dafür ist einfach noch gar kein Grund gegeben. So, wenn er jetzt runterkommt, dann können wir ihn ja quasi schnappen. Okay. Hi. Yes. Jetzt geht's halt wieder um die gute Verteilung. So, den Maschinengewehrschützen könnten wir aber mal sagen, er kann mal Deckungsfeuer austeilen. Beziehungsweise Unterdrückungsfeuer, aber ist ja das fast dasselbe. Haust du ab? Shit. Ach komm, wenn wir schon vorne sind, dann machen wir den jetzt hier. Du kannst wechseln, hier hingehen und auf ihn feuern.
sehr gut. Oh, da kam er. Wo kam der denn her? Na? So. Gut. Ich glaube, das Deckungsfeuer von ihm hat ihn gerade selber getroffen. Da muss ich anscheinend aufpassen. Muss ich mal beobachten, ob das Friendly Fire hier gibt. Habe ich nämlich gar noch nicht so richtig erkannt. Ja, jetzt werden wir aber einen Verbandskasten einsetzen. Das definitiv, das sage ich euch. So, wo haben wir den Medic? Das war doch die Dame. Verbandskasten draufgesetzt. Lassen wir sie einfach mal alle ein bisschen refreshen hier. Yes. Okay. Ah, damn, er stand noch mit drin. Sehr gut. So, und jetzt werden wir über diese Seite da oben das Lager definitiv stürmen. Oi, fine. Aye. Yes. Aye. Yes. Okay. Ja, aber haben wir doch ein recht hohes Feindaufkommen, ne? Also da hatten sie wohl schon recht. Da hatten sie wieder eine Glaskugel dabei, unser Trupp, und wussten gleich wieder über die Mannstärke Bescheid. Finde ich immer witzig. Das finde ich in Games immer ganz lustig, ja, wenn man dann haufenweise Gegner vor sich hat und dann irgendein Teamkamerad schreit, so, das waren alle. Da frage ich mich immer, ob die Mannstärke der Feinde kennen. Also gute Spionagearbeit an der Stelle dann auch. Kennt er bestimmt selber, ne? Erstmal alle aufstehen lassen. Hier oben scheint es ja nicht mehr viele zu sein. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Dann würde ich sagen, stürmen wir das einfach mal. Okay. I. Yes. Ja, hier achte ich jetzt auch nicht großartig. Die sollen sich erstmal alle hinter dem Sandsack verbarrikadieren. Yes, I. Fine. Schockgranate brauchen wir jetzt für den Punkt nicht. Das sollten sie eigentlich ganz gut hinkriegen. Gucken wir einfach mal. Na, er versteckt sich, okay. Haben wir noch mehr Feinde hier oben? Nein, das sieht nicht so aus. Gut, dann alle ab hinter das Haus. Yes. Und von hier aus gucken wir dann einfach weiter, wie wir weiter vorgehen. Da oben ist noch ein Gegner. Mit Maschinengewehrpistole. Schon ein bisschen radikaler. So, du kommst hier lang. Hier lang. Und wirst den niederbrezeln. So. Und vorsichtshalber kann ich noch der Maschinengewehrschütze decken. Take that. Perfekt. So, und dann holen wir uns die Nase da drüben mal. Irgendwo hier schon mal Loot, dass ich schon mal gucke. Nö, 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 nö. Nicht zum Looten. Schämt euch, Freunde. Schämt euch. So. Auch hier wieder geduckt vorrücken. Man weiß nicht, ob irgendwo noch ein Gegner um der Ecke steht. Na, das ist yes. Hier dann immer noch die Prämisse, die zu beachten ist im Spiel, dass man nicht überrascht wird. Und move. So, jetzt wird er sein Feuer öffnen. Ah, da, wir werden flankiert. Drei Gegner. Heftig. Gewehrschützen erstmal bitte erledigen. Okay. Yes. So, sie nochmal aus dem Hinterhalt. Mal schauen. Jawohl, den haben wir getroffen. Schon mal einer weniger. Er wird jetzt die Position. Okay, er rückt vor. Kann uns aber natürlich jetzt mit dem MG hier deutlich unter Druck setzen. Aber wir können gegenhalten. Wir haben definitiv mehr Bewaffnung bei. Also für ihn ein recht aussichtsloser Kampf. Aye. Das sollten wir dann auch schon an der Stelle mit dem. Kriegen wir nochmal Unterdrückungsfeuer. Jetzt wäre ein guter Punkt. Los, trefft ihn. Und nochmal einen hinterher noch. Komm, jawohl. Auch hier taktisch gut gewesen. Gut geklappt.
Jetzt holen wir uns den nächsten da unten noch. 65 zu 5, das ist eindeutig, würde ich meinen. Yes. Yes. So, ihr könnt aber auch noch gleich mal eure Spezialfähigkeit wieder einsetzen. Aye. Und los geht's. Ach, jetzt geht er auf der anderen Seite in Deckung. Der kleine Hund, der... Der erste Treffer war gar nicht so verkehrt. Lassen wir einfach weiter abspielen. Jetzt Treffer. Treffer, los. Ja. Okay. So, wir sind im Zielgebiet angekommen. Jetzt sollten wir hier irgendwas betätigen, glaube ich. Gucken wir einfach mal. Ach. Ja, von den Spielabläufen her finde ich es eigentlich alles relativ flüssig. Keine großartigen Bugs gefunden, außer gerade eben die erste Situation, wo er durchs Holz auf den Gegner schießen konnte, was eigentlich durch die Konfrontationsabfrage nicht funktionieren sollte. Da hätte er durchs Fenster schießen müssen. Aber das ist nun wirklich ein ganz, ganz kleiner Fehler, den ich jetzt auch hier nicht großartig negativ bewerte. So, holst du mal raus. Wie geht's dir, Fry? Da muss ich jetzt am Futurama denken, ja. Schlecht, aber ich lebe noch. Sind wir die Letzten, die vom Trupp übrig sind? Draußen sind noch ein paar von uns. Hast du herausgefunden, wo wir eigentlich sind? Nein, ich verstehe auch kein Wort von dem, was die Leute sagen. Aber mein Knastkamerad Itzgor, hier ist ein Eimischer, der ein paar Brocken Englisch spricht. Ich glaube, er will uns helfen. Da, dir hilft er. Okay. Naja, wird schon. Als der Alarm losgeht, stürmen haufenweise feindliche Soldaten aus einem nahegelegenen Gebäude. Schön. Diese Verstärkung wird uns nicht gerade helfen. Sollen wir gegen sie kämpfen oder abhauen? Du wirst so oder so eine Waffe brauchen, Fry. Hier, fangen. Haben wir jetzt gleich den fünften Mann, ja. Take them down. 1, 2, 3, 4. Haben wir aber gleich unter Beschuss genommen? Enemy sighted. Ah, die kommen jetzt aus allen Richtungen. Ist aber nicht schlimm. Kriegen wir hin. Du rennst da. Ja, okay, nee. Eigentlich will ich, dass er feuert. Also nehmen wir die mittlere Stufe. Und brutzeln den hier gleich nieder. Kommen von vorn auf Feinde. Nein, die rennen alle rum. Da ist ja er schon mal an der Position gar nicht verkehrt. Dann stellen wir dich hier auf. Yes. Und du kommst hier mit hin. Rüber. Fleißig und flink. Und du wirst gleich mal ein Deckungsfeuer ausführen. Ja, wenn man jetzt wüsste vom Timing her, das mit den Granaten habe ich noch nicht so gut drauf vom Timing. Fine. So, schauen wir mal. Okay, Nummer 1 haben wir getroffen. Da oben ist auch alles cool. Okay. Sie scheint das hier auch... Ne, Ziel momentan außer Reichweite. Können wir wieder rausnehmen. Dann lassen wir die einfach erstmal feuern. Und lassen die erstmal weiterhin ihr Ding machen. Take them down. Take that. Oh, das war gerade sehr riskant da oben an der Stelle. Okay. So, du kannst mal rüberrennen und ihm helfen. Für alle Fälle, man weiß es nicht. Yes. Yes. Und du wirst wieder Deckungsfeuer nach da unten geben. Eat this. Eat lead. Go to hell. Du holst dir ihn hier. Yes. So, du wirst... Ah, das machen wir gleich im Sturm, da schicke ich gleich die beiden Maschinenpistolensoldaten schicke ich da gleich. Und die werden das schon gut reißen.
Ja, ihr seht auch hinter mir, ne? Ich habe jetzt schon umgeräumt. Hinter mir ist jetzt die Wand. Da kommt dann noch ein Greenscreen ran und dann sind wir auch für die Zukunft gewappnet, so wie es sein soll, ne? Mann, meine Cam ist heute irgendwie ein bisschen überbelichtet. Aber gut, ist halt so. Ob wir hier drin noch was finden, das wäre ja mal noch vielleicht ein bisschen Vorräte oder sowas. Nö, sieht mir nicht so aus. Nee. Gut, weiter geht's. Den haben wir uns geholt. Jetzt werden wir den Freund hier unten stürmen. Ah. Ja, ganz schön unter Druck gesetzt, der Gute. Yes. 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 Sollte reichen. So, und wenn er eh da schon eingegrenzt ist, beziehungsweise zu krass bedrängt von uns, können wir da auch gleich vorrücken und holen uns den von der Flanke. Ja. Hat auch geklappt, sehr gut. So, fein, fein. Haben wir eigentlich alles erledigt hier, würde ich sagen. Wir könnten hier drüben nochmal ins Gebäude gucken, ob hier vielleicht noch ein bisschen Loot versteckt ist. Nö. Ein leeres Lagerhaus, in dem sie einfach alle blöde rumstanden und nichts gemacht haben und sich gelangweilt haben, bis irgendwann mal zufällig ein Squad kommt und sie rausrennen dürfen. Ist klar, ne? Ist klar. So, okay, vorrücken. Okay. Nee, aber nicht unten lang. Unten ist mir zu riskant. Wir gehen hier oben durch. Also wir gehen, müssen weg in Bäume rennen. Ja, das machen wir ja auch. Also, let's go. So, schwuppsiwupps. Ich finde, dass man, vielleicht hätten sie es irgendwie noch machen können, dass man entscheiden kann, wie lange eine Runde laufen soll. Ja, dass man auch sagen könnte, okay, ich mache jetzt einfach eine Runde mit 10 Sekunden, nicht mit 5 Sekunden. Ja, dann könnte man hier definitiv ein wenig besser vorankommen. Ach, jetzt hat sich hier die Map zugeschaltet, erweitert, alles klar. Eigentlich dürfte uns jetzt hier nichts großartig noch über den Weg laufen. Aber man weiß ja nie, mit was uns die Entwickler hier überraschen wollen an der Stelle. Weil eigentlich will ich jetzt kein Medikit mehr verwenden. Na, das sind ja wieder Ressourcen, die uns vielleicht in der nächsten Mission fehlen könnten. Ha, da haben wir schon Gegner. Ah, den machen wir einfach so platt. Wir sind so viele, da hat der eine Mann hier keine Chance. Oh, ich habe einen vergessen. Na, jetzt wird er sich zurückziehen. Okay. So, ihr geht den Schirm weiter hinterher hier. Nicht umkommen lassen. Und weiter zum Zielpunkt. Yes. I. Yes. Okay. Gab's hier noch Loot? Nee. Also wir haben lediglich eine Kiste gefunden, wenn ich das so festhalten darf. Wir hätten da ein paar Fragen. Okay, Fähigkeit Sprinterwurm. Ja, ist ja gar nicht so schlecht für unseren Nahkampfschützen. Der kann das immer gebrauchen. Und Mission erfüllt.
So, weiter geht's. Errungenschaft wieder freigeschalten. Hier ein Release. So, dann können wir gleich auf weiterklicken. Kaum eine Ladephase hier an der Stelle. So. Weiter geht's. An diesem Abend geht Fry zu Haley und ein paar anderen. Hm. Ich denke, wir sollten die Abschusszustände des zweiten Flugzeugs untersuchen, in dem die Leutnants oder Lieutenants waren. Und was soll das bringen? Wir können Überlebende finden. Vielleicht sind dort auch unsere Befehle oder ein funktionierendes Funkgerät, um das Hauptquartier zu kontaktieren. Wir haben immer noch keine Ahnung, warum wir eigentlich hier sind. Spooky. Hör mal, Kleiner. Ich habe den Absturz gesehen. Den hat garantiert keiner überlebt. Und die Befehle sind auch verloren. Das ist eigentlich so pessimistisch. Genau, immer positiv denken. Immer positiv denken im Leben, ne? Wir durchsuchen ein abgestürztes Flugzeug und du bist schon auf dem Weg nach Hause. Hör doch auf. Wir können morgen zu der Absturzstelle gehen. Na, dann machen wir das auch. So, Endpunktzahl 1,7. Missionserlösung, okay. Na, guck mal, ich habe ein bisschen zu lange gebraucht. Ziel wären hier insgesamt 4 Minuten 20 gewesen. Ne? Abschüsse deutlich mehr. Uncovering plans from a fallen machine. But for what purpose? Their mission or their escape? Tja, das ist die Frage, ob wir hier wirklich noch was reißen können hinter den feindlichen Linien oder ob wir wirklich nur versuchen abzuhauen. In the hazy morning light, the soldiers prepare to find answers. And perhaps decide on the questions as well. Okay, 2 Tage nach dem Absturz weiter. Ja, ich würde sagen, hier machen wir einfach wieder einen Cut. Ne? Das war ja eine Mission, passt ja für eine Folge, sind hier wieder bei einer knappen Dreiviertelstunde. Haut ja auch immer rein, das sich hier anzuschauen. Ja, was haltet ihr von Broken Lines? Was sagt ihr dazu? Spielt ihr selber Broken Lines? Würde mich interessieren. Ne? Sind Taktik-Shooter was für euch? Und wenn ihr das Ganze hier gefallen hat, dann lass mir ruhig ein Abo da, wenn du Bock hast. Ne? Oder halt auch gerne einen Kommentarchen. Ne? Ja, aber wenn du nichts mehr verpassen willst, bist du mit dem Abo hier an der richtigen Stelle. Alles klar, ich wünsche dir soweit noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen und ich freue mich mit dir auf den nächsten Teil. Bis dahin, mach's gut.